Wenn die arabischen Könige ihre Schwerter schwingen, steigen die Mächtigen der Welt in ihren Tanz mit ein. In den Tanz des Schwerts. Dieser Tanz, der die Herrschaft des saudischen Clans und die Allmacht ihres Königreichs feiert. Saudi-Arabien ist der wichtigste Partner des Westens im Nahen Osten. Das Land ist der größte Ölexporteur der Welt und Wächter der heiligen islamischen Stätten. Aber die Attentate nehmen zu. Im Irak, in Syrien, im Libanon, in Tunesien, in Brüssel oder Paris. Überall stellt sich die Frage, ist Saudi-Arabien darin verwickelt? Jahrzehntelang vertritt das Königreich die radikalste Version des Islams, den Wahhabismus, auch bekannt als Salafismus. Eine Auslegung des Islams, der sich auch Al-Qaida und der sogenannte Islamische Staat bedienen. Bringt sich der Westen in Gefahr, indem er sich mit diesem Land verbündet? Das ist der Palast des Prinzen Bandar. Er gehört zur Familie der Saud, die Familie, die dem Königreich seinen Namen gab. Insgesamt gibt es mehr als 5000 Prinzen im Saud-Clan. In diesem Wohnzimmer empfängt Prinz Bandar seine Gäste. Egal, ob Sie eine angesehene Persönlichkeit oder ein einfacher Bürger sind, Sie können Ihre Beschwerden äußern. Unsere Türen sind offen. Man kann uns anrufen oder schreiben. Wir interessieren uns für alle, die ein Problem haben und versuchen, das so gut wie möglich zu lösen. Jeden Tag zur Essenszeit öffnet der Prinz die Türen seines Palasts. Hier können die Menschen den ein oder anderen Gefallen oder kleine Arrangements erbitten. Saudi-Arabien ist keine Demokratie. Politische Parteien sind verboten. Das Volk hat kein Mitspracherecht. Aber solange die Königsfamilie die Reichtümer des Landes verteilt, hält das System. Es ist ein autoritäres Regime, das steht außer Frage. Aber es greift nicht zu brutalen Mitteln wie das Saddam-Regime im Irak oder das von Assad in Syrien. Der Staat ist sehr mächtig. Polizei und Nachrichtendienst sind sehr gut. Alle Telefone in Saudi-Arabien werden abgehört. Es gibt verschiedene Polizeiabteilungen. Trotzdem spürt man keine permanente Überwachung durch die Polizei. Aber glauben Sie mir, wenn die Behörden meinen, dass sie ein Staatsfeind sind oder sich gegen die Interessen der Monarchie stellen, werden sie merken, dass es ein Polizeistaat ist. Dass die Sauds nicht die Muskeln spielen lassen müssen, liegt daran, dass sie ein einmaliges System entwickelt haben. Der Clan teilt seine Macht mit der religiösen Instanz im Reich, den Wahhabiten. Wenn der Westen sich mit den Sauds verbündet, verbündet er sich also auch mit dem Wahhabismus. Der Wahhabismus ist eine radikale Ausrichtung des Islams, die im 18. Jahrhundert entstand und von der restlichen muslimischen Welt abgelehnt wird. Anfang des 20. Jahrhunderts erhalten die Wahhabiten einen Teil der arabischen Wüste, der vom saudischen Clan kontrolliert wird. Die Beduinenstämme sollen sesshaft werden. Der Beginn des Pakts zwischen dem saudischen Schwert und den führenden Wahhabiten. Nach dem Ersten Weltkrieg werden die Briten die größte koloniale Macht in der Region. An der Wüste haben sie kein Interesse, denn dort hatte man noch kein Öl gefunden. Die Sauds und Wahhabiten ihrerseits lassen die britischen Gebiete in Ruhe und können so andere Orte erobern, im Namen Allahs. Das war ein Dschihad, ein heiliger Krieg. Die Muslime, die ihre religiösen Ansichten nicht teilten, waren fortan Ungläubige. Und es war legitim, den Dschihad gegen sie auszurufen, sie im Namen des Islams zu bekämpfen, um das Gebiet Saudi-Arabiens zu vergrößern.
Doch das Oberhaupt des Clans, Ibn Saud, verliert die Kontrolle über seine fanatischen Kämpfer. Sie überfallen auch britische Gebiete. Saud muss sie aufhalten, mit Hilfe der Engländer. Das ist die erste strategische Allianz zwischen der Saud-Familie und dem Westen. Ibn Saud stoppt den Dschihad. Die Wahhabiten akzeptieren es. 1932 wird Saudi-Arabien ein Königreich. So können sie ihre Version des Islams im ganzen Land einführen. Die Ulemas, die religiösen Führer, würden die Macht des Königs nun immer verteidigen. Die Sauds übertragen den Ulemas auch gesellschaftliche Aufgaben: Bildung, Justiz, Medien, in der Hand der Religiösen. Abdelaziz Al-Fawzan ist einer der meist angesehenen Ulemas im Königreich. Jede Woche erklärt er den Saudis, wie sie sich zu verhalten haben, bis ins kleinste Detail. Alle Ulemas tragen große Verantwortung. Die Menschen wollen von ihnen Erfahrungswerte zum Beten, Almosen geben, Pilgerfahrten, Heirat, Verhalten in der Partnerschaft und mit Kindern, wie man Konflikte regelt, egal ob innerhalb der Familie oder der Gesellschaft. Die Wahhabiten befolgen den Islam wie zu Zeiten des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert. Die Scharia ist Gesetz. Die Bestrafungen im Koran werden getreu befolgt. Hände abhacken, Hinrichtung mit dem Schwert, sogar auf öffentlichen Plätzen. In Restaurants und Geschäften sind die Bereiche streng getrennt. Frauen und Familien auf einer Seite, alleinstehende Männer auf der anderen. Die Religionspolizei überwacht das unerbittlich. Als sie in den 50er, 60er Jahren zum ersten Mal auftrat, sollte sie darauf achten, dass die Koranverse befolgt werden, in denen steht, dass jeder für das Wohlergehen der Gesellschaft verantwortlich ist. Sie sagten Bescheid, wenn es Zeit zu beten war. Das war's. Das hat sich verändert. Jetzt ist es ein Staatsapparat, der sich ins Leben aller einmischt. Sie bedrängen die Menschen an allen öffentlichen Orten, Männer und Frauen. Zusammen mit den wahhabitischen Ulemas kontrolliert die königliche Familie 30 Millionen Menschen. Im Gegenzug sorgt der König dafür, dass ihre Version des Islams in die Welt getragen wird. Wir wollen den Islam von anderen Auslegungen und Lügen einiger Prediger befreien. Sie zerstören den Islam. Ein Muslim folgt den Taten des Propheten. Das ist der wahre Islam. Alles, was davon abweicht, hält die Gläubigen von der wahren Religion fern. Fast ein Jahrhundert lang stellt dieses Vorgehen kein Problem für den Westen dar. Man hat in Saudi-Arabien nur Interesse an den riesigen Ölvorkommen. Als 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, schließt US-Präsident Franklin Roosevelt einen Pakt mit König Ibn Saud. Saudisches Öl für die USA. Im Tausch gegen den garantierten Schutz der königlichen Familie. Zu Beginn des Kalten Kriegs bindet sich Saudi-Arabien so an den Westen. Die Allianz wird stärker als Saudi-Arabien und der Westen feststellen, dass sie einen gemeinsamen Feind haben. Gamal Abdel Nasser, der ägyptische Präsident. Er hat sich mit der Sowjetunion verbündet und bedroht die amerikanischen, französischen und britischen Interessen im Nahen Osten. Nasser ist auch eine Bedrohung für Saudi-Arabien. Er ist charismatisch und begeistert damit Menschen in der ganzen Region. Diesen Aufruf an die ganze arabische Welt nennt Nasser Pan-Arabismus.
Sein Einfluss wird größer. Saudi-Arabien ist alarmiert und setzt den laizistischen Ideen Nassers die Werte des strengen Islams entgegen. Das Königreich ruft zur Einigkeit aller Muslime auf. Das ist die Geburt des sogenannten Pan-Islamismus. Der Westen sieht darin nur Vorteile. Saudi-Arabien will unbedingt Anführer der muslimischen Welt sein. Wenn alle Muslime in einer großen Gemeinschaft zusammenkämen, erhielte das Königreich enorme Macht. Hierfür gründet Saudi-Arabien die Islamische Weltliga, der hunderte karitative Organisationen angehören. Sie agieren in der gesamten muslimischen Welt. Das Königreich wirbt um ausländische Studenten. 45.000 studieren Religion an den saudischen Universitäten. Der Westen nutzt den wachsenden Einfluss Saudi-Arabiens, um gegen Nassers Nationalismus zu kämpfen. Was damit losgetreten wird und aufgrund des Öls gedeiht, dient vor allem den Interessen der saudischen Geistlichen. Die Ulemas können den strengen Wahhabismus verbreiten, der besser bekannt ist als Salafismus. Von nun an finanziert Saudi-Arabien den Bau, die Renovierung und die Verwaltungskosten von Moscheen in der ganzen Welt. Dort, wo das Geld für Moscheen fehlt. Und dort, wo muslimische Gemeinschaften in der Unterzahl sind. Auch in Europa nimmt Saudi-Arabien Einfluss, wo die meisten Staaten die Finanzierung von Moscheen nicht unterstützen. In 1975 übernahmen die Saudis die größte Moschee Belgiens. Sie investierten Millionen von Dollar, um daraus das Zentrum islamischer Gebete im Herzen Europas zu machen. War das von Anfang an ein böser Plan, damit daraus Dschihadisten hervorgingen, die Paris angriffen? Nein. Hat es etwas damit zu tun, dass 30, 40 Jahre später Teile von Brüssel als Dschihadisten-Ghettos gelten? Ja, hat es. Weil das ganze Geld dazu beitrug, eine Umgebung zu schaffen, in der eine intolerante Form des Islams sehr stark wurde. Der saudische Islam hat überall Spuren hinterlassen. Aber hier sind sie am sichtbarsten, im Herzen des Königreichs. So sieht Mekka heute aus. 2 Millionen Gläubige kommen jedes Jahr zur Pilgerfahrt hierher. In Mekka darf nur der Wahhabismus gepredigt werden. In der großen Moschee wurden alle Gebäude, die anderen Islamschulen angehörten, zerstört. Auch das Haus des Propheten. Im Laufe der Zeit sind mehr als 90% der historischen Gebäude verschwunden. Weder Denkmäler noch Menschen dürfen im Wahhabismus verehrt werden, nur Allah. Stellen Sie sich einmal vor, die Israelis würden eine 200 Jahre alte Moschee zerstören. In der ganzen muslimischen Welt gäbe es Demonstrationen. In Pakistan würden Busse brennen. Die amerikanische Botschaft in Jakarta würde angegriffen werden. Sie wissen, was passieren würde, in den Straßen Kairos und in Amman. Die Saudis wiederum sind verantwortlich für die brutalste Zerstörung von heiligen Städten des Islams in den letzten 50 Jahren. Aber es gab keine einzige Demonstration. Saudi-Arabiens Machtgier offenbart sich der Welt 1973. Israel hat den arabischen Armeen gerade eine herbe Niederlage beigebracht. Saudi-Arabien hatte diese Armeen finanziert und sich für Palästina eingesetzt. Aber das reicht nun nicht mehr. Jetzt beschließt das Land, seine wirkungsvollste Waffe einzusetzen. Zusammen mit den anderen arabischen Ölstaaten verhängen die Sauds ein Embargo gegen alle, die Israel unterstützen. Der Ölpreis schießt durch die Decke.
Niemand hatte den USA seit dem Zweiten Weltkrieg etwas ökonomisch so Verheerendes angetan wie Saudi-Arabien 1973. Kurze Zeit nach dem Embargo kam eine Nachricht des CIA-Vertreters in Saudi-Arabien. Und die war eine offene Drohung, die jeder klar und deutlich verstanden hat. Die USA wollen die Kontrolle über die saudischen Ölquellen nicht verlieren. Schließlich wird ein Kompromiss gefunden. Saudi-Arabien hebt das Embargo auf. Denken Sie, dass wir mehr von Ihnen abhängen werden, als Sie von uns? Also ja, Sie werden von uns abhängig sein, das stimmt. Aber wir sind nicht arrogant. Wir wissen ja, dass wir auch von Ihnen abhängen. Die Welt ist klein. Sie sind mächtig. Sie besitzen sämtliche Technologie und wir sind erst am Anfang. Wir wollen mit Ihnen kooperieren. Die USA versprechen, ihre Position zu Israel zu überdenken. Dies ist ein klarer politischer Sieg für Saudi-Arabien. Kein anderes arabisches Land hatte es jemals geschafft, die USA in die Knie zu zwingen. Aber es ist auch ein wirtschaftlicher Sieg. In wenigen Tagen vervierfachen sich die Einnahmen des Landes. Die Sauds kaufen Aramco, das amerikanische Ölbohrunternehmen, auf. Das Königreich tritt ein in die Welt des Konsums und verändert sich. Was damals passiert ist, wäre heute undenkbar. Im Saudi-Arabien der 60er und 70er Jahre passierten schon einige Dinge, die die Konservativen im Königreich schockierten. Es gab damals Kinos, Geschäfte mit weiblichen Schaufensterpuppen. Frauenkleidung wurde öffentlich präsentiert. Es gab sogar Werbung auf der Straße. Diese Werbung wurde oftmals aus dem Westen importiert und an die saudischen Lebensgewohnheiten angepasst. Das wiederum rief die Reaktion der Ultrakonservativen hervor. Sie sahen darin den Anfang der Entfremdung des Landes. Und das stellte für sie eine klare Bedrohung des wahhabistischen Islams dar. Was wollen Sie später mal machen, wenn Sie die Schule abgeschlossen haben? Ich möchte in irgendeinem Land an einer Universität studieren. Und Sie? Ich gehe in die USA. Ich möchte Sozialarbeiterin werden. Wenn Sie Ihren Abschluss haben, kommen Sie dann nach Saudi-Arabien zurück? Ja, natürlich. Wie fühlt es sich an, ohne Schleier mit uns zu sprechen? Werden Sie lieber mit oder ohne gesehen? Lieber ohne. Am Morgen des 20. November 1979 ist dieser kurze Moment der Freiheit vorbei. Hunderte bewaffnete Männer nehmen in der großen Moschee in Mekka Geiseln unter den Gläubigen. Die Staatsgewalt schafft es nicht, die Rebellen zu überwältigen. Sie ruft eine französische Eliteeinheit zu Hilfe. Um die Rebellen niederzuschlagen, wird Nervengas versprüht, bis in die Untergeschosse der Moschee. Die Geiselnahme dauert 18 Tage. Die Geiselnehmer sind größtenteils Saudis, die dem absoluten Wahhabismus anhängen. Für sie ist die Königsfamilie korrupt und hat die Gebote ihrer Religion verraten. Die Rebellen werden gefasst und exekutiert. Die Königsfamilie hat die Nachricht verstanden und reagiert. Kinos werden geschlossen, die Kontrolle durch die Religionspolizei verstärkt. Sie begreifen, dass das Abwenden vom strengen Wahhabismus bedeutet, den eigenen Sturz zu riskieren. Die Regierung konnte die Religiosität und die Kontrolle über die Öffentlichkeit regeln wie mit einem Lautstärkeknopf. Wann sie diese hoch und wann runtertreten, ist schwer zu erklären, weil sie es das eine Mal mit einer inländischen Gruppe zu tun hatten und ein anderes Mal dem Westen gefallen wollten, dem sie zeigen wollten, wie weltoffen und tolerant sie sind. Ein kompliziertes Spiel. Die Machthaber wissen, dass sie das Volk nicht mit eiserner Hand führen können, ohne auch ein paar Freiheiten zu gewähren. Wie hier, wenige Kilometer von Riad entfernt, auf der ersten großen Düne vor der Stadt.
Jedes Wochenende treffen sich hier Hunderte von Männern. Sie stürzen sich mit ihren SUVs die Dünenhänge hinunter und liefern sich Autorennen im Sand. Duning nennen sie das. Hier können die Männer für einen Moment die erdrückenden Regeln des Alltags vergessen. Aber werden diese kleinen Freiheiten den Saudis in Zukunft genügen? Saudi-Arabien ist längst nicht mehr von der Welt abgeschottet. Die 30 Millionen Menschen sind gut vernetzt und wissen um die Möglichkeiten des Internets. Fahad Al-Butairi ist Comedian und Saudi-Arabiens erster YouTuber. Er hat 2,5 Millionen Follower auf Twitter. Er war der Anfang einer Internetbewegung, die die Machthaber zunächst tolerierten. In dieser Parodie macht sich Al-Butairi darüber lustig, dass Frauen in Saudi-Arabien immer noch nicht Auto fahren dürfen. No woman, no drive. No woman, no drive. Say, I remember when you used to sit in the family car, but backseat. Over is all safe and well, so you can make lots and lots of babies. Dass der Großteil unserer Bevölkerung unter 30 ist, stimmt mich optimistisch. Dinge, die früher als schändlich, böse oder westlich angesehen wurden, können heutzutage als fortschrittlich gelten. Unsere junge Bevölkerung wird die Zukunft verändern. Da bin ich ganz optimistisch. Die Saudis sind sehr aktiv und bringen sich sehr viel in den sozialen Medien ein. Aber in das öffentliche Leben sind sie kaum eingebunden. Die Regierung überwacht alles ganz genau. Es ist für sie am besten, wenn die Bevölkerung sich nicht organisiert. So kann die Regierung sie besser kontrollieren. Niemand darf die Autorität der Sauds in Frage stellen. Wenn der Westen Aufgeschlossenheit fordert, erwidern die Prinzen, dass die saudische Gesellschaft dafür noch nicht bereit ist. In Wahrheit verweigern die Sauds Veränderungen, um ihre Macht zu schützen. Unsere Gesellschaft baut darauf auf, dass wir dem König gehorchen. Veränderungen gibt es nur mit königlichem Dekret. Sowohl Liberale als auch Konservative, die ganze Gesellschaft gehorcht. Vielleicht wache ich morgen auf und höre von einem neuen Dekret. Vielleicht wache ich aber auch in 20 Jahren auf und nichts hat sich geändert. Es wird keine radikalen Reformen geben, wie sie sich der Westen vielleicht wünscht. Es kann nur schrittweise gehen. Die Demokratie ist für ein Land wie Saudi-Arabien eine gefährliche Sache. Ein Machtwechsel im weltweit wichtigsten Exportland für Öl könnte die wirtschaftliche und regionale Ordnung erschüttern. Ein solches Szenario erlebte die Welt bereits 1979. Im Iran, dem treuen Verbündeten der USA und zweitgrößten Öllieferanten, verschieben sich die Machtverhältnisse. Der autoritäre Schah wird gestürzt, die Monarchie beendet. Ayatollah Khomeini gründet eine islamische Republik. Er stellt sich gegen die USA und Frankreich. Aber sein Regime ist nicht nur anti-westlich. Khomeini ist außerdem republikanisch und revolutionär. Er ruft die Muslime dazu auf, alle Monarchien in der Region zu stürzen. Die saudische Familie und Saudi-Arabien wähnten sich in Gefahr. Der Wunsch des Irans war es zu diesem Zeitpunkt, die islamische Revolution voranzutreiben. Diese revolutionäre Nachricht wollten sie verbreiten. Und das machte Saudi-Arabien Angst. Um den iranischen Einfluss zu unterbinden, bewirkt Saudi-Arabien einen massiven Bruch in der muslimischen Welt. Ein Bruch, der noch heute zentraler Punkt aller Konflikte im Orient ist.
Das Land schürt den Hass zwischen Sunniten und Schiiten. Die Schiiten sind im Iran in der Mehrheit. Saudi-Arabien nennt sie von nun an falsche Muslime. Saudi-Arabien weiß, solange die Aufmerksamkeit dem Zwist zwischen Sunniten und Schiiten gilt, kann diese Revolution nicht vorangehen, weil die Umgebung größtenteils sunnitisch ist. Die saudischen Machthaber nutzen diesen religiösen Bruch, um dem Iran klarzumachen, eure Revolution wird nicht erfolgreich sein. Saddam Hussein erkennt seine Chance. Der irakische Präsident will den Iran erobern. 1980 erklärt er dem östlichen Nachbarland den Krieg. Der Westen liefert ihm Waffen. Saudi-Arabien und die Monarchien der Golfstaaten zahlen die Rechnung. Die Interessen des Westens und der Saudis sind sich nie so nah wie zu Beginn der 80er Jahre. Die Bindung wird wegen der Lage in Afghanistan noch stärker. Die Sowjets haben Afghanistan besetzt und dort eine kommunistische Regierung installiert. Nun stehen sie vor den Toren des Nahen Ostens. Ein weiteres Mal bringt Saudi-Arabien eine gefürchtete ideologische Waffe ins Spiel, den Dschihad, der seit der Gründung des Königreichs ruhte. Für Saudi-Arabien hat das keine religiöse Bedeutung. Es soll vielmehr Antwort auf eine große geopolitische Krise sein. Und ein Mittel, die radikalsten Saudis wegzuschicken, nach Afghanistan. Die CIA und die Saud-Familie stellen den afghanischen Kämpfern Millionen Dollar zur Verfügung. Das lockt islamische Gotteskrieger aus der ganzen Welt an. Aus den vielen Freiwilligen müssen diejenigen herausgefiltert werden, die im Kampf nützlich sein könnten. Drei Männer erledigen diese Aufgabe. Abdullah Azzam und Osama bin Laden. Abdallah Assam, Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri beschlossen, eine Art Empfangsbüro in Peshawar einzurichten. Um ankommenden Dschihadisten aus aller Welt, die sich den afghanischen Kämpfern anschließen wollten, zu begrüßen. Sie nannten das Al-Qaida, was so viel wie Fundament bedeutet. Al-Qaida, meaning the base. Die Saud-Familie ist somit sowohl der wichtigste Verbündete des Westens als auch der Führer der radikalen islamistischen Bewegung. 1989 ziehen die Russen aus Afghanistan ab. Die Sowjetunion bricht zwei Jahre später zusammen. Nach 8 Jahren Krieg mit dem Irak ist der Iran zerstört und damit keine Bedrohung mehr für das Königreich. Eine neue Weltordnung scheint Gestalt anzunehmen. Mit dem Westen und Saudi-Arabien als große Gewinner. Aber alles ändert sich 1990. Der Irak unter Saddam Hussein hat nach dem Krieg gegen den Iran hohe Schulden. Seine Hauptgeldgeber, Saudi-Arabien und Kuwait, weigern sich, diese zu begleichen. Der irakische Diktator marschiert in Kuwait ein. Die Königsfamilie gerät in Panik. Saudi-Arabien könnte sein nächstes Ziel sein. Osama bin Laden will dem Königreich zu Hilfe kommen. Als Held aus Afghanistan zurückgekehrt, prahlt er damit, tausende Dschihad-Kämpfer um sich scharen zu können, um Saudi-Arabien vor einer irakischen Invasion zu schützen. Wir sagten ihm, vielen Dank, aber melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. Ich denke, dass das eine große Enttäuschung für ihn war. Und er sich von der Antwort Saudi-Arabiens gedemütigt und beleidigt fühlte. Saudi-Arabien will keine Dschihadisten. Was das Land braucht, ist eine globale Koalition, die größte aller Zeiten. Eine Koalition von 34 Ländern. Aber im Königreich brodelt die Wut. Ungläubige Soldaten haben die heiligen Stätten betreten. Ein Affront für die islamische Bewegung. Man beobachtete zwischen 1990 und 1994/95, dass in saudischen Moscheen offen gegen die saudischen Machthaber gepredigt wurde, mit Predigern, die alles aussprachen, was sie dachten. Einige riefen sogar zu Demonstrationen auf. In Saudi-Arabien war das etwas völlig Neues. Hunderte Islamisten landen im Gefängnis. Osama bin Laden darf nicht einreisen. Er sucht im Sudan Zuflucht und kehrt später wieder nach Afghanistan zurück.
Aber Empörung und Wut haben sich bereits in der ganzen Region verbreitet. In einer Koalition mit dem Westen bekämpft Saudi-Arabien im Zweiten Golfkrieg den Irak. Es kommt zum Bruch zwischen Saudi-Arabien und einem Teil der islamischen Bewegung. Für die Radikalen sind die saudischen Machthaber Verräter, die sich dem Westen verkauft haben. 15 der 19 Terroristen des 11. September 2001 haben die saudische Staatsbürgerschaft. Auch ihr Kommandeur, Osama bin Laden. Meiner Meinung nach wählte Osama bin Laden ganz bewusst 15 Terroristen aus Saudi-Arabien für den 11. September aus. Er wollte eine Spaltung zwischen der saudischen Führung und den USA herbeiführen. Er wollte eine peinliche Situation für die Sauds schaffen, und das funktionierte. Aber waren die Sauds für den 11. September verantwortlich? Nein, auf keinen Fall. Sie tragen keine Verantwortung dafür, stecken nicht hinter den Attacken. Es waren Feinde Saudi-Arabiens, die den 11. September finanzierten und organisierten. Sie wollten das Königreich oder zumindest die Herrschaft der Saud-Dynastie zerstören. Osama bin Ladens Strategie hat versagt. Der 11. September entzweit Saudi-Arabien und die USA nicht. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. George W. Bushs Antwort ist der Krieg gegen den Terror. Sein erstes Ziel, die Taliban in Afghanistan. Osama bin Laden ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem saudischen Regime fertig. Er will den Sturz der Monarchie. 2 Jahre nach dem 11. September ordnet er eine Serie von Attentaten im Königreich an. Mehr als 20 Attacken in 3 Jahren. Die Antwort der Sauds ist unmissverständlich. Das war wirklich Krieg. Krieg gegen terroristische Gruppen. Man hatte Kommissariate, Armeeeinheiten etc. bei diesen Attentaten getroffen. Das Königreich stand im Krieg gegen diese terroristischen Gruppen. Das Königreich hinterfragte sich in dieser Zeit stark. Wir haben alles überprüft. Prediger in Moscheen, Schulbücher, Medien und vieles mehr. Unsere religiösen Anführer, genauer gesagt der Rat der höchsten Religionsgelehrten, veröffentlichten sogenannte Fatwas, die jede Form des Terrorismus anprangerten. Seit 2003 wird in Saudi-Arabien jeder Kontakt zum Heiligen Krieg bestraft. Die Ulemas haben ihren Kurs korrigiert. Sie sind weiterhin salafistisch und radikal, lehnen aber jeglichen Gedanken an den Dschihad ab. Die Saudis bekämpfen Al-Qaida und können mit ihrem Geheimdienst Angriffe auf die USA vereiteln. Mit dem Wandel in Saudi-Arabien beginnt die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten des Westens. Das hätte eine effiziente Antwort auf den Dschihad sein können. Aber nichts kann George W. Bushs Krieg gegen den Terror stoppen. 2003 erklärt er dem Irak den Krieg. Der Zusammenhalt mit dem Westen schwindet. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was es aktuell bedeutet, diesen umstrittenen militärischen Schlag auszuführen. Trägt so eine militärische Intervention nicht das Risiko, die Gräben zwischen den Gesellschaften, Kulturen und Menschen zu vertiefen? Risse, die den Terrorismus nähren? Frankreich und Deutschland sagen Nein zu diesem Plan. Saudi-Arabien unterstützt ihn, um Katastrophen an den eigenen Grenzen zu vermeiden. Aber Präsident Bush setzt seinen Weg unbeirrt fort. Er stürzt Saddam Hussein. Amerika dreht das Machtverhältnis im Irak um. Bis dahin wurde das Land von einem sunnitischen Regime regiert. Ab sofort haben die Schiiten die Macht. Aus Sicht der Saudis steht der Irak nun unter iranischem Einfluss. Saudi-Arabien fürchtet sich vor den Schiiten in den Nachbarstaaten. Iran, Irak und Syrien mit Bashar al-Assad, einem Verbündeten des Iran. Ebenso vor der Hisbollah im Libanon.
Mehr denn je ist das Königreich unter Druck. Aber nichts kann Saudi-Arabien auf das vorbereiten, was im Frühling 2011 passiert. Die arabische Jugend entfesselt eine Revolution. Diktatoren werden gestürzt. Frankreich lässt den tunesischen Präsidenten Ben Ali fallen. Die USA greifen nicht ein, als der ägyptische Präsident Husni Mubarak gestürzt wird. Für die Saud-Familie ein traumatisches Erlebnis. Werden sie die Nächsten sein? Saudi-Arabien spürt die Gefahr der Revolution im eigenen Land und tut deshalb alles, um sie zu ersticken. Bis die Syrer revoltieren. Das ist der einzige Aufstand, den Saudi-Arabien unterstützt. Um Bashar al-Assad loszuwerden. Sein Sturz würde das Ende einer schiitischen Vorherrschaft bedeuten. 2013 hofft das saudische Königreich auf die Unterstützung aus Washington, London und Paris. Ende August kommen 1300 Menschen bei einem Giftgasangriff in den Vororten von Damaskus ums Leben. Für die westlichen Geheimdienste ist Bashar al-Assad für das Massaker verantwortlich. Er hat die von Washington festgelegte rote Linie überschritten. In der letzten Sekunde beschließen die USA, nicht zu intervenieren. Die Obama-Regierung hatte völlig richtigerweise festgestellt, dass amerikanische Interventionen gescheitert waren. In Afghanistan und im Irak war es ein Fiasko. Und es stellte sich Kriegsmüdigkeit bei den US-Truppen im Nahen Osten ein. Sie wollten sich nicht mehr in die Konflikte einmischen. Aber für Saudi-Arabien war die neue Zurückhaltung schlimmer als die übertriebene Einmischung der Amerikaner in den Bush-Jahren. Die amerikanische Strategie im Nahen Osten hat sich verändert. Das erkennt auch Saudi-Arabien einige Wochen nach dem Massaker in Damaskus. Die USA halten dem Iran die Hand hin. Ein erstes Atomabkommen wird unterschrieben. Der Iran kehrt auf die internationale Bühne zurück. Die Bedrohung für Saudi-Arabien wächst. Das Land verdoppelt seine Einsatzkräfte an der syrischen Front und begnügt sich nicht mehr damit, moderate Gruppen zu finanzieren. Erkannten die Saudis, dass einige der unterstützten Gruppen in Syrien Extremisten sind? Ja, aber sie beschlossen, sie zu unterstützen. Das war sehr, sehr gefährlich. Heute mehr denn je kann die Unterstützung des Dschihads eine tödliche Falle für Saudi-Arabien sein, weil das Land nicht mehr das einzige ist, das sich mit Radikalen einlässt. Auch der sogenannte Islamische Staat bekennt sich zum Salafismus und die Sauds sind seine Feinde. Der IS zwingt die Saudis zum Aufstand. Das setzt sie stark unter Druck. Intellektuelle und Kämpfer kommen ins Gefängnis, Islamisten werden hingerichtet, der antischiitische Kurs. All das sind Bestandteile einer Politik des Kräftemessens zwischen Saudi-Arabien und dem Islamischen Staat. Wer ist am stärksten orthodox? Im Zuge dessen wird der Blogger Raif Badawi wegen Blasphemie zu 1000 Peitschenhieben und 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Von nun an wird jeder, der nicht an Allah glaubt, als Terrorist abgestempelt. Die königliche Familie will in der Religion über jeden Zweifel erhaben sein. Um die Herrscher zu schützen, muss sie noch radikaler als die radikalsten sein. Saudi-Arabien ist weder der Feind noch die Lösung des Problems. Es ist ein heikler und schwieriger Balanceakt für den Westen. Das Letzte, was wir erleben wollen, ist, dass Al-Qaida die Sauds ersetzt. Gleichzeitig wollen wir nicht, dass die Saud-Familie so weitermacht, als Hauptfinanzgeber von Moscheen und Madrassas, die wiederum als Nährboden für Al-Qaida dienen. Es ist wirklich schwierig, da die Waage zu halten. Darüber eine Diskussion mit einem 80 Jahre alten König zu führen, ist schwierig. Laut König Salman wird der Islamische Staat von der Bildfläche verschwinden, weil viele Staaten versprochen haben, ihn zu eliminieren.
Der Iran hingegen ist ein historischer Feind und sein Einfluss nimmt zu. Diesen will man zu jedem Preis in Schach halten. Anfang 2015 bombardiert König Salman mit einer Koalition sunnitischer Staaten den Jemen. Er ist überzeugt, dass der Iran Rebellen unterstützt, die gerade die Hauptstadt Jemens eingenommen haben. Zum ersten Mal in der Geschichte greift Saudi-Arabien in einen Krieg ein. Zu Beginn hat das Volk das wirklich unterstützt. Es war stolz, dass Saudi-Arabien seine Interessen selbst verteidigen kann, indem man eine Koalition bildete. Die Flugzeuge der Koalition treffen das ärmste Land der Region, dessen Krankenhäuser, Märkte, Schulen. Saudi-Arabien fährt sich trotz der Unterstützung der westlichen Verbündeten fest. Diese haben Saudi-Arabien Waffen verkauft, die Flugzeuge betankt, Schweigen darüber bewahrt, dass Massaker an der Zivilbevölkerung verübt wurden. Die Situation in der Region ist chaotisch. Der Westen will nicht riskieren, dass dieser Konflikt die saudische Regierung destabilisiert. Diese Regierung ist fragil. Der Kampf um Salmans Nachfolge hat begonnen. Und diese Nachfolge kann die Einheit der königlichen Familie zerstören. Seit mehr als 60 Jahren wird der Thron von Bruder zu Bruder weitergereicht. Unter den mehr als 50 Söhnen von Ibn Saud, dem Gründer des Königreichs. Immer der Stärkste wird nachfolgender König. Aber Salman ist der letzte Verbliebene dieser Brüder auf dem saudischen Thron. Nach ihm wird sich alles ändern. Die Nachfolgeregeln gelten nicht mehr. Künftig muss nicht nur unter 50 Söhnen, sondern unter mehr als 500 Enkelsöhnen von Ibn Saud gewählt werden. Was alle schon seit einiger Zeit befürchten, ist, dass sich ein Teil der Familie gegen alle anderen stellen wird. Nun hätte der Verbliebene dieser 50 Prinzen nämlich die Möglichkeit, über seine Nachkommenschaft zu entscheiden. Darüber gibt es seit Jahren heftige Kämpfe im Königreich Saudi-Arabien. Der mächtigste Prinz und offizielle Nachfolger ist Mohammed ibn Nayef, der Innenminister. Aber König Salman würde lieber seinen Lieblingssohn auf dem Thron sehen, Mohammed ibn Salman. Er ernennt ihn zum Verteidigungsminister und räumt damit andere wichtige Prinzen aus dem Weg. Diesem gerade mal 30 Jahre alten Sohn vertraut er die Hauptaufgabe an, die Wirtschaft des Landes wieder stark zu machen. Saudi-Arabien nähert sich einem der beunruhigendsten Wendepunkte der Geschichte. Das Königreich des schwarzen Goldes ist dabei, ein Land wie viele andere zu werden. Mehrere Millionen Menschen leben in Armut. Einer von drei Jugendlichen ist arbeitslos. 70% der Bevölkerung sind beim Staat angestellt. Aber der kann sich das nicht mehr leisten. Der Ölpreis ist eingebrochen und die saudische Bevölkerung verdoppelt sich alle 20 Jahre. Heute versucht der Staat, Steuern einzuführen. Ein Zeichen für das Ende des saudischen Traums. Saudi-Arabien hat noch einen letzten Trumpf. Die Königsfamilie hat angekündigt, einen Teil von Saudi Aramco, ihrer großen Ölfirma, zu verkaufen. Mit dem Profit von 2 Billionen Dollar würde die Familie der größte Investor der Welt werden und wieder zu neuem Vermögen kommen. Auch der Westen hofft, davon zu profitieren. Ohne Zweifel kann es weiterhin von Vorteil sein, ein Freund Saudi-Arabiens zu sein. Aber vor allem kann man viel verlieren, wenn man sich gegen die Saud-Familie stellt. Kein anderer Machthaber in der arabischen Region ist so loyal. Abgesehen von Saudi-Arabien hat der Westen heute keine anderen Verbündeten im Nahen Osten, auf die er zählen kann.